meine Lieben, das wird das letzte Auto für heute sein. Und dieses Auto hat es in sich, weil es ist ein vollwertiges Wohnmobil auf nur 4,99 Meter Länge. Wir befinden uns in einem Campster. Campster, ein vollwertiges Wohnmobil, eben schon gesagt. Warum? Du kannst kochen, du kannst spülen, du hast eine Kühlbox dabei, du hast eine Aufbaubatterie. Es ist ein komplettes Wohnmobil. Und was ist der Unterschied zum großen Kastenwagen oder vielleicht zum großen Wohnmobil? Wir haben hier einfach ein alltagstaugliches Fahrzeug, auch von der Höhe. Du kommst in jede Tiefgarage, du kommst fast in jeden Parkplatz. Wir können uns überall hin bewegen, wo wir wollen. Und wir haben ein Freizeitmobil fürs Wochenende, wo wir locker zu viert schlafen können. Wir fahren den Campster seit 2017 durchgängig. Wir haben kein anderes Fahrzeug. Wir bewegen uns, meine Familie und ich, in diesem Fahrzeug. Zwei Kinder, perfekt dafür ausgelegt. Darüber werden wir auch noch ein Video verbreiten, aber jetzt erstmal zu diesem Fahrzeug auf der Messe. Neu, 24er Modelljahr. Was hat sich geändert zum Campster? Wir haben hier oben, ganz schön zu sehen, ein neues Bedienpanel. Etwas detaillierter gemacht, wir können mehr Einfluss nehmen, wir sehen mehr Dinge. Es soll besser in der Verbindung sein zu den einzelnen Geräten. Das ist neu. Wir haben ein, sieht aus wie ein USB-Anschluss. USB-C-Anschluss, genau, zum Endgeräteladen. Wir haben hier die Kälteeinstellung, die ist bekannt. Warm, kalt, Gebläse für hinten. Und wir haben hier die, scheint mir Ebersbecher zu sein, Standheizung. Genau. Was immer auch mit dabei ist, eine große Kühlbox. Groß im Verhältnis des Fahrzeugs finde ich sie sehr groß. Macht auch immer Sinn, diese Kühlbox, weil was ist mir passiert? Schön kühle Getränke gekühlt, Kühlbox laufen lassen, 3 Tage. Kühlbox hat die Batterie leer gezogen. Ergänzung, Solarpanel im Sommer, damit einfach der Stromverbrauch ausgeglichen wird. Aber du kannst einkaufen gehen, verderbliche Lebensmittel bitte in diese Kühlbox verfrachten, weil du hast sie einfach dabei. Sie muss halt an sein, ja. Aber Einkauf, du musst nicht gleich nach Hause fahren, du kannst noch eine Freundin besuchen, du kannst noch einen Kumpel besuchen, du kannst die Oma besuchen. Und wir haben einfach die Möglichkeit, dass verderbliche Lebensmittel da drin gut erhalten bleiben. Wir haben, wie ihr seht, auf beiden Seiten eine Schiebetür. Hier eine Schiebetür und auf der anderen Seite eine Schiebetür. Ich komme jetzt mal rum, damit wir uns das auch mal von der anderen Seite vernünftig angucken können. Wir befinden uns in einem Citroën Space Tourer. Space Tourer ist sozusagen der Multivan von VW in einem Citroën. Sollte man jetzt nicht so wörtlich nehmen, aber dass man eine Vergleichbarkeit hat. Der Space Tourer ist die gehobene Ausstattung vom Citroën. Das heißt, wir haben schon eine Sitzheizung dabei. Wir haben relativ viel Ausstattung mit dabei. Gut, der hat jetzt das bessere Radio mit Navigation integriert. Ist nicht unbedingt ein Muss. Wir können unser Telefon auch jederzeit hiermit connecten über Apple CarPlay oder Android Auto, ist überhaupt gar kein Problem und dann können wir darüber navigieren. Was zeichnet das Auto aus? Das Auto zeichnet aus, dass wir einen festen Küchenblock haben und Luis sitzt mir gegenüber. Wir haben hier zum Beispiel in Corona-Zeiten, wo Gaststätten geschlossen waren, dieses Auto auch mal genommen, um vielleicht doch noch mal in den Genuss eines Abendessens zu kommen. Das war nicht ganz so schön, als wenn wir tatsächlich in dem Lokal waren. Aber du bist mit dem Auto vorgefahren, hast dir dein Essen geholt und konntest hier eigentlich relativ gut und schnell essen. Ich baue den Tisch jetzt mal ab. Das sind 2 Handgriffe. Tisch weg. Tischfuß klappen wir ein, stellen ihn an die Seite. Das war jetzt wahrscheinlich relativ laut. Und haben hier unser Küchenmodul. Können unser Küchenmodul auch noch mal von hier ein bisschen schöner filmen. Wir haben 2 Flammenherd, das ist top, mit Piezo-Zündung, Gas, Spüle. Wir haben hier natürlich nur kaltes Wasser. Wir haben keinen Wasserboiler integriert in diesem Fahrzeug.
Was wir haben, ist eine Standheizung. Ich empfehle immer eine Standheizung bei diesen Fahrzeugen dazuzunehmen. Wenn du die im Alltag nutzt, kannst du die Heizung anmachen. Du hast ein überschlagenes Auto, Scheiben beschlagen nicht. Also Standheizung fürs Campen unabdingbar. Ich habe in diesem Fahrzeug bei minus 7 Grad übernachtet und wir haben im Zelt oben nicht gefroren, obwohl wir die Heizung nur auf 18 Grad hatten. Also absolut zu empfehlen, auch mal Wintercamping zu machen. Wer länger Wintercamping macht, dem empfehle ich hier oben eine Isolierung ringsherum, dass das komplett isoliert ist. Ein Novum im Vergleich zu manch anderen. Es gibt hochpreisige Wagen mit Aufstelldächern, die können das Aufstelldach nicht öffnen. Was können wir? Wir können dieses Aufstelldach ganz leicht öffnen und haben hier den freien Blick in die Natur, in dem Fall auf den anderen Messestand hier. Aber wir können es komplett öffnen und wir können im Sommer trotz großer Hitze eine richtig gute Zirkulation schaffen, dass wir hier es auch bei hohen Temperaturen einigermaßen aushalten, weil hier oben eine entsprechende Zirkulation der Luft stattfindet. Ich klappe das mal runter. Das ist das Brett, worauf wir liegen, wenn wir hier oben ins Bettchen gehen. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und dann kannst du vielleicht mal oben reinfilmen, wie sowas aussieht. Wir haben darunter tatsächlich, ich hebe es mal hoch, tatsächlich einen Lattenrost, der tatsächlich auch für Schlafkomfort sorgt. Das sind jetzt die aus Kunststoff, der Lattenrost ist aus Kunststoff, hat sozusagen eine gewisse Flexibilität und bringt mehr Komfort, als wenn die Matratze einfach auf einer starren Platte liegt. Wir gucken jetzt mal weiter, weil wir haben noch was Innovatives. Was ist noch neu? Möbeldesign habt ihr gesehen. Wir haben einen festen Boden mittlerweile beim Campster. War vorher Stoff. Wir machen jetzt einen festen, abwischbaren Boden hier rein. Wir haben hier unten unsere Verbreiterungen für das Bett. Die stelle ich jetzt mal außen vor, weil ich möchte euch tatsächlich mal den Bettenumbau zeigen. Weil, was ist neu? Wir haben hinten nicht mehr dieses bekannte Brett, was uns in der Flexibilität der Sitzbank einschränkt. Das heißt, wir können jetzt hier die Sitzbank lösen, mit zwei Handgriffen Sitzbank lösen und schieben sie bis zum Ende des Fahrzeuges. Und dasselbe funktioniert in anderer Richtung. Wir haben jetzt hier hinten nur so ein paar Stühle installiert. Ich weiß nicht, ob wir erst mal rumschauen wollen. Luis, dann komm mal mit, dann schauen wir uns die Stühle mal an, die entfernen wir auch gerade. Die lassen sich nämlich, da können wir uns gleich die Stauschränke hier hinten angucken. Hier hinten natürlich auch dieser durchgängige Boden. Wir haben mega viel Stauschränke hier unten. Hier ist die Bordelektronik. Na, hier oben ist ein Schrank. Bordelektronik, hier oben ist ein Schrank. Wir haben hier oben einen Querschrank. Hier ist nochmal ein ganz großer, vielleicht schwenkst du da auch nochmal rein. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Und hier hinten haben wir die Möglichkeit, über unser Zubehör zwei Stühle zu befestigen. Jetzt haut man die Sitzbank ab, das ist aber kein Problem. Zwei Stühle, die lösen wir hier. Da ist, glaube ich, sogar noch ein Tisch dabei. Also das als Box. Kompakt, klar, aber Funktionalität erfüllt, um einfach mal sich auf dem Campingplatz draußen hinzusetzen, ist das super. Und wie ihr seht, wenn wir das nach vorne schieben, haben wir richtig viel Stauraum dahinter. Also das überzeugt mich doch sehr. So, jetzt schauen wir uns mal den ganzen Umbau des Bettes an. Wir schieben das jetzt wieder ein bisschen weiter zurück, arretieren die Sitzreihe an beliebiger Position, lösen die Schlaufen, kippen die Lehnen nach unten. Ich zeige es jetzt gleich nochmal, hier drüben sieht man es dann ein bisschen besser. Es ist einfach nur hier die Schlaufe ziehen, nach hinten klappen und wir haben die Sitzbank umgebaut zum Schlafen. Jetzt machen wir unsere Fußverlängerung ran und ich habe die Möglichkeit, jetzt muss ich gucken, welche die richtige ist. Den Tisch stelle ich hier vorne dazwischen. Das passt so.
hake das hier ein, stelle es runter und habe hier tatsächlich, selbst wenn ich auch allein unterwegs bin, habe hier die Möglichkeit, richtig lang zu schlafen. Wenn ich länger als 1,80 Meter bin, dann kann ich meine Füße auch da vorne hinlegen. Das heißt, auch für große Menschen über 2 Meter ein echtes Highlight. Die finden hier ohne Probleme Platz. Wie gesagt, oben 2, unten 2 ist für 4 Personen ausgelegt. Da hat Pössl echt was getan. Und so ein Auto zu präsentieren, wo wir einfach mit dieser Sitzbank einen unglaublichen Platzgewinn haben. Das soll es auch erstmal an dieser Stelle gewesen sein zum Pössl Campster. Ich bin begeistert, kommt vorbei, schaut ihn euch an, überzeugt euch selbst. Aber das ist Innovation pur, muss ich sagen. Da kann sich manch andere Hersteller tatsächlich mal ein Scheibchen abschneiden. Ich danke euch fürs Zuhören, bis bald.